Alle Maine Coon Katzen haben ihren Ursprung in Amerika. Ursprünglich waren es dort freilebende Katzen, wildlebende Katzen, die sich in der Nähe von Bauernhöfen aufgehalten haben. Weil sie sehr groß und kräftig sind, haben sie dann die Farmen frei von Ratten gehalten und auch von zu vielen Kaninchen. Und die ersten Coonies kamen dann so der Mitte 80er Jahre dann nach hier. Anerkannt sind die seit 1984 erst. Die optische Erscheinung einer Maine Coon sind für unser Auge ja, wie Samt. Sie sind sehr groß, imposant. Trotzdem sehen sie aus wie eine richtige Katze. Sie haben ganz muskulösen Körper und sie haben gewisse Eigenschaften, die andere Katzenrassen gar nicht haben. Sie sind sehr gesellig, dadurch kann man sie gut in der Wohnung halten, als Einzel- oder auch als Gesellschaftstier. Auch größere Gruppen sind möglich. Es gibt sogar Züchter, die auch mehrere Kater halten können. Das geht eigentlich nur, wenn die sehr gesellig sind. Dann natürlich die äußere Erscheinung, Pinselchen auf den Ohren, die sie haben, die Büschel in den Ohren, dann diese großen Ohren, die schönen Augen, die sie haben und dieser langgestreckte Körper. Das ist einfach, das ist typisch Maine Coon. Aber wenn jemand eine Maine Coon so das erste Mal sieht, der denkt er, dass es schon ja, so eine Wildkatze ist. Aber wenn man die kennengelernt hat, dann weiß man, dass die ganz anders sind. Die sind total menschenbezogen, richtig anhänglich, verschmust. Es gibt natürlich auch andere, die lieber so alleine sind, die für sich sind. Aber die meisten suchen die Nähe zum Menschen und das ist einfach fantastisch. Wirklich viele wissen ist, dass die vom Charakter auch geschlechtlich gebunden sind. Eine Katze ist ganz anders wie ein Kater. Ein Kater ist immer präsent, der wird immer im Mittelpunkt stehen, sehr selbstbewusst und sie brauchen noch mehr die Nähe des Menschen, damit die nicht vereinsamen. Die brauchen mehr Kontakt zu Menschen, durchaus auch zu anderen Katzen, was bei unkastrierten Katern natürlich etwas schwierig ist. Die Mädchen, die sind irgendwie, ja, die sind ein bisschen mütterlicher, die sind pfiffig, die sind sehr intelligent, die können auch noch besser springen und sind etwas zierlicher vom Äußeren her. Und da unterscheiden die sich doch sehr. Und ich sag mal, wenn jemand noch keine Maine Coon oder keine Katze gehabt hat, ist es auf jeden Fall einfacher, erstmal ein Mädchen zu nehmen, weil die pflegeleichter sind.